Wir werden hier den schrägen Wurf allgemein und gründlich untersuchen. Stellen wir uns die Situation so vor. Aus dieser Kanone wird eine Kugel abgeschossen. Sie legt eine gewisse Laufbahn zurück bis zum Aufprall. Es ist diese Kugelbewegung, die wir hier analysieren. Die Kugel verlässt die Kanone mit dieser Anfangsgeschwindigkeit V0, die mit der horizontalen diesen Winkel Alpha bildet. Die Kugelbewegung sieht ungefähr so aus, was bedeutet, dass die Laufbahn diese Form haben muss. Um die Kugelbewegung zu analysieren, wählen wir ein Bezugssystem, zum Beispiel so. Der Ursprungspunkt vom Bezugssystem ist der Ausgangspunkt an der Kanone. Die X-Achse ist horizontal nach rechts orientiert, Einheit 1 Meter. Die Y-Achse ist vertikal nach oben orientiert, Einheit 1 Meter. Die Kanonenkugel unterliegt in jedem Augenblick T ihrer Gewichtskraft, die parallel zur Y-Achse ist. Also gibt es keine horizontale Kraft, die auf die Kugel wirkt. Je nach dem Trägheitsgesetz bedeutet das, dass die orthogonale Projektion von dem Kugelpunkt auf die X-Achse sich in GGB befinden muss. Die Gewichtskraft wirkt parallel zur Y-Achse ständig auf die Kugel. Das bedeutet je nach dem Grundgesetz der Dynamik, dass die orthogonale Projektion vom Kugelpunkt auf die Y-Achse sich in GGBB befinden muss. Analysieren wir zuerst die Anfangsgeschwindigkeiten. Das machen wir in diesem rechtwinkligen Dreieck, dessen Hypotenuse V0 ist. Die Anfangsgeschwindigkeit längs der X-Achse ist gleich zu Hypotenuse V0 mal Cosinus dieses Winkels Alpha. Und dieser Punkt bewegt sich in GGB. Das bedeutet, die Geschwindigkeit ist im Laufe dieser Bewegung konstant. Diese konstante Geschwindigkeit längs der X-Achse ist also gleich zu V0x. Demzufolge können wir schlussfolgern, die konstante Geschwindigkeit längs der X-Achse ist gleich zu V0 mal Cosinus von Alpha. Diese zurückgelegte Distanz x ist je nach dem Gesetz einer GGB gleich zur konstanten Geschwindigkeit, also V0 cos Alpha, mal die Zeit t. Jetzt analysieren wir diese GGBB. Längs der Y-Achse haben wir eine GGBB und diese Formel schlussfolgern wir aus dieser allgemeinen Formel einer GGBB. Die Geschwindigkeit längs der Y-Achse ist gleich zur Anfangsgeschwindigkeit längs der Y-Achse plus die Beschleunigung mal die Zeit. Also hier, die Geschwindigkeit längs der Y-Achse ist gleich zu dieser Anfangsgeschwindigkeit. In diesem rechtwinkligen Dreieck erkennen wir sofort, dass diese Kathetenlänge gleich ist zur Hypotenusenlänge mal Sinus von Alpha, was also bedeutet V0y, das ist V0 mal Sinus von Alpha, dann plus a mal t, aber die Beschleunigung ist nach unten gerichtet, also der Y-Achse entgegengesetzt, daher dieses Minus g mal t. Jetzt durch diese zweite Formel wissen wir,
Die Position auf der y-Achse ist gleich zu Anfangsgeschwindigkeit längs der y-Achse, also v0 mal Sinus Alpha, mal die Zeit t, allgemein plus at Quadrat halbe, hier aber minus gt Quadrat halbe, denn die Fallbeschleunigung g ist der y-Achse entgegen orientiert. Wir werden jetzt die kartesische Gleichung dieser Laufbahn in diesem Bezugssystem bestimmen. Dazu nutzen wir diese Positionsformel auf der x-Achse, so, und diese Positionsformel auf der y-Achse, so. Wir werden aus diesen zwei Gleichungen die Zeit t eliminieren. Dazu lösen wir diese erste Gleichung nach t auf, ist gemacht, und in der zweiten Gleichung ersetzen wir t da und da durch diesen Bruch. Und somit finden wir y gleich v0 sin alpha mal x geteilt durch v0 cos alpha minus g halbe mal x Quadrat geteilt durch v0 Quadrat cos Quadrat von alpha. Hier können wir noch durch v0 kürzen. Der Sinus von alpha geteilt durch Cosinus von alpha, das macht Tangens von alpha. Und somit finden wir als kartesische Gleichung dieser Laufbahn eine Gleichung, in der x im zweiten Grad ist und y im ersten Grad. Solch eine Gleichung ist die einer Parabel. Also ist die Laufbahn der Kugel ein Bogen von einer Parabel. Man sagt auch, die Laufbahn sei eine Parabel. Wir beobachten jetzt die Bewegung dieser Kugel in dieser Animation. Auf der x-Achse können wir schön eine GGB erkennen und auf der y-Achse eine GGBB. Jetzt berechnen wir die Reichweite vom schrägen Wurf, das heißt, diese Distanz groß R zwischen dem Austrittspunkt aus der Kanone und dem Aufprallpunkt. Die Ordinate y vom Aufprallpunkt ist gleich 0. Dieser Aufprallpunkt gehört aber auch zur Parabel, also muss seine Koordinate xy die Parabelgleichung erfüllen. So, diese zwei Gleichungen müssen für den Aufprallpunkt beide erfüllt sein. In dieser Gleichung können wir also y durch 0 ersetzen. So erhalten wir diese Gleichung in x. Wir können ein x ausklammern und finden so, dass x gleich 0 eine Lösung ist. X gleich 0 bedeutet aber, dass wir am Ausgangspunkt sind. Diese Klammer gleich 0 wird uns die Abszisse x vom Aufprallpunkt liefern. Also lösen wir diese Gleichung, diese Klammern gleich 0. Wir lösen diese nach x auf und finden somit, x ist gleich zu diesem Bruch. Wir haben Tangens von Alpha ersetzt durch Sinus von Alpha geteilt durch Cosinus von Alpha. Denn so können wir durch Cosinus von Alpha kürzen und finden so als Abszisse x vom Aufprallpunkt diesen Bruch. Und diese Abszisse ist die gesuchte Reichweite. Die Reichweite ist also gleich zu 2 mal Anfangsgeschwindigkeit v0 im Quadrat mal Cos Alpha mal Sin Alpha geteilt durch die Fallbeschleunigung g. Wir werden jetzt
Die Momentangeschwindigkeit in jedem Augenblick t bestimmen. Für diesen Augenblick t gilt, die Geschwindigkeit v ist die vektorielle Summe des horizontalen Geschwindigkeitsvektors vx und des vertikalen Geschwindigkeitsvektors vy. In diesem rechtwinkligen Dreieck liefert der Satz des Pythagoras diese Information. Das Quadrat der Hypotenuse V ist gleich zur Summe der Quadrate der beiden Katheten Vx und Vy. Hier können wir Vx ersetzen durch V0 cos alpha und Vy ersetzen durch V0 sin alpha minus gt. Also so. Hier wenden wir die binomische Formel an. A minus b im Quadrat ergibt a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Vergessen wir das Doppelprodukt nicht. Somit finden wir, dass v gleich zu dieser Quadratwurzel ist. In diesen zwei ersten Termen können wir v0 Quadrat ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann Cosinus Quadrat von Alpha plus Sinus Quadrat von Alpha. Und das macht 1. Demzufolge finden wir als Momentangeschwindigkeit v diese Quadratwurzel. Hier die Zusammenfassung der Ergebnisse unserer Analyse zum schrägen Wurf. Die Bewegung längs der x-Achse ist eine GGB, die Bewegung längs der y-Achse ist eine GGBB, die Laufbahn ist eine Parabel, das ist die kartesische Gleichung dieser Parabel, die Reichweite R wird berechnet durch diesen Bruch und die Momentangeschwindigkeit V in jedem Augenblick t wird durch diese Quadratwurzel berechnet.